Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Heroes Siege mit mir, Eric Manco. Beim letzten Mal hat sich Thrall auf Abenteuer begeben und wir sind tatsächlich mit Leichtigkeit ohne zu sterben durch kompletten Akt 1 gegangen. Die Forests of Tirithiel sind Geschichte. Und jetzt, heute, fangen wir an, in die Glacial Tundra zu gehen. Alles gut. Okay. Sind wir bereit? Ich denke schon. Crystal Village. Sense the storm approaching. Maelstrom gives me powers beyond this earth! Uhuhuhuhahaha! Das war's schon? Dungeon! Das ist. Dungeon. Da ist er. I see the elements. These walls will resonate with your screams! Sprich, wir brauchen noch ein wenig, aber dann können wir ganz schön krasses Equipment hier und hier anlegen. Das freut mich jetzt schon. Crystal Village. Back in the Hood. Sehr gut.
Shush! The thunder is whispering to me. The thunder is whispering. Shush! The thunder is whispering to me. Shit. Und dann schauen wir mal. Und erstmal die Skycap of Deep Inside, weil die ist schon gut. Und die hier ist tatsächlich schlechter. Okay. Sehr gut. Hier haben wir nichts Besseres. Hier, die Frozen Gauntlet ist viel. Oh, hab ich mich gerade erschreckt. Alter! Kannst du nicht springen? Habe ich mich versehen. Verguckt. Hab ich mich verguckt? Oder war der hier oben? Nee, ich bin nicht blöd. Ich hätte schwören können, dass hier irgendwo eine Falltür war. Oder ist die jetzt verschwunden, nachdem wir Gargoraf gekillt haben? Das könnte natürlich sein. Ich werde jetzt trotzdem erst einmal, warte, hier waren wir, die Items nachgucken. So, dann haben wir plus 4 Fire Totem, plus, boah, Stamina ist schon weit oben. Die holen wir und die Stats, Allstats sind natürlich auch geil. Dann schauen wir noch hier, weil das da, habe ich ja gesagt, ist schon geil. Plus 8 Erfahrungsplus. Plus 3, plus 4 All-Dance, plus 5 All-Stats, weniger Stamina, aber mehr Energy. Ich behalte es trotzdem. Die Mythic Hellfire Torch. Und bin auch dementsprechend fertig, würde ich sagen. Ja, ja, komm. Lasst uns weitergehen. Ich habe mir jetzt keine Uhr gestellt. Ah, stopp. Einen kleinen Moment. The thunder is whispering to me. Okay.
dog. Storm, I feel at home. Shush! The thunder is whispering to me. Adoramus te Christe. I sense a plethora of delicious emotions. Okay, Chilling Lake. I can sense the storm approaching. Oh.
Das geht nicht. Dann schaue ich mir mal an, was wir hier haben. Oh, ist der zu plus 2? Das ist tatsächlich, dass es mich abschreckt. Dragons, obwohl Dragon Scale ist gut. Dragon Scale. Schutz für Dragon Scale. Ansonsten sieht es nicht danach aus, als ob wir noch was richtig Gutes hätten. Stattdessen können wir ein paar Sachen mal droppen. Zum Beispiel das. Kann man auch von oben? Nein, von oben kann man nicht. Das heißt, wir müssen dauernd runter scrollen, ne? Oh, hier haben wir viel. Ah, ne, doch nicht. Hier haben wir allgemein wenig. Haben wir hier viel? Ja, viel Blaues. Und hier. Ups. Ich bin mir nicht sicher, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Waren wir hier schon? Nein. Gut, das kann dann jetzt auch reichen, denke ich. Wir gehen einfach weiter. Arctic Tundra. Je nachdem, wie schnell wir hier vorbeikommen, passt das vielleicht alles in eine Minute. Wie gesagt, das nächste Mal werden wir wohl mal Mana skillen, weil ich vermisse sense the storm approaching. of my foes. Whispering to me.
I sense a plethora of delicious emotions. Noch mehr? Ah, verdammt, weil die ja. Die sind jetzt auch von. Ah, die sind ja auch wieder an Attributen geschrieben. Oh Mann, wir laufen jetzt den Wölfen hinterher. Ich glaube, ich schreibe sie sogar ab. Ja, das klingt doof, ich schmeiße gives me powers beyond this earth. Wir haben jetzt zumindest eins auf
life's purpose is to master the elements. I feel at home. Wow! Die wird sofort angelegt. Oh, dann geht's los. Hi, Eric. In the eye of the storm, I feel at home. Adoramos te Christe. A plethora of delicious emotions. Gives me powers beyond this earth. Elements. Thank you.
perfekt. I can sense the storm approaching. Bleib hier. War Axe of the War God. Wir haben jetzt zwei richtig coole Waffen, aber die Molten Double Axe, sage ich immer, oder? Nee, die ist... Ist die besser? Ist die schlechter? Legendary ist Stufe 15. Das heißt, das King's Long Sword, obwohl es nicht wirklich besser ist, sollte besser sein. Das ist das, was mich gerade ein bisschen wurmt. All Talents sind zwar mehr, aber Strength, Stamina, Life per Hit, Mana per Hit. Cold Snap finde ich cooler. Das ist gleich bei der War Axe. Stamina hat sie gar nicht. Sie hat zwar Armor, aber Base Damage, Attack Speed. Da ist die Molten Double Axe, die ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, wieso ich da die überhaupt wechseln sollte jemals. Und wir haben The Bucket, weil jeder weiß. Nur ein Helm auf dem Kopf kann schützen. Egal welcher. Wenn es ein Eimer ist. Alles Kings. Nothing can overcome the power of lightning. Life's purpose is to master the elements. Missiles. Full health. Schön. Kurz gucken, der Dungeon, der ist. Ich hab keine Ahnung, wo er ist, aber er ist wohl verschwunden. Das sieht ganz danach aus. Okay, die 25 Minuten sind zwar um, aber jetzt kommt eh der letzte Floor, sage ich mal. Und ja, dabei belassen wir es dann auch. The Glacial Trail. Elements.
sense the storm approaching. Thunder is whispering to me. Sense the storm approaching. Heavy boots of the hunter, of the gunter. Sense the storm approaching. Whispering to me. Ich gucke mir das hier nochmal ganz kurz an. Auch die Kings
Double Axe hat keine Chance gegen die Molten Double Axe. Und auch ansonsten hier vielleicht. Nope, hier vielleicht. Ich hol's. Ja, ich hol das Old. Nein. Amulet of the Gods gegen Dragon Scale. Okay. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erst hier hin. Das wollen wir alle sehen. Wir sind zwar jetzt in der Old. Zum Dorf. Und dann würde ich sagen, mein Name ist Edwin, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, Let's Play Heroes Teach mit mir, Edwin. Bis dahin. Ciao.